Herzlich willkommen in der Mittagspause und zu unserer Reihe Blick über den Landtellerrand. Heute mit der Büroleiterin des Warschauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass Joanna Maria Stolarek heute bei uns ist. Sie ist Germanistin und Journalistin und leitet das Warschauer Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie schreibt in unterschiedlichen Medien über die polnisch-deutschen Beziehungen aus polnisch-deutscher Perspektive und setzt sich zudem bei den neuen deutschen Medienmachern für Vielfalt in den Medien ein. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Und wir wollen in diesem Lunchtalk, obwohl wir gerade schon gesagt haben, es gäbe eigentlich viel mehr zu besprechen, in den nächsten 30 Minuten primär über den Rechtsstreit der EU mit Polen sprechen, der mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts der Ablehnung des generellen Vorrangs von EU-Recht vor nationalem Recht erneut eskaliert ist. Der Europäische Gerichtshof hatte Polen bereits davor zur Zahlung eines täglichen Zwangsgelds in Höhe von 1 Million Euro verurteilt für jeden Tag, an dem die vom obersten Europäischen Gericht gefällten Urteile weiterhin nicht umgesetzt werden. Und Grundlage dafür war die Beurteilung des Europäischen Gerichtshofs, dass das polnische Justizsystem nicht alle Garantien für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit innerhalb des politischen Systems biete. Diese Entwicklungen sind ja nicht neu, sondern der Konflikt zwischen der polnischen Regierung und der EU schwelt bereits seit 2015. Und Gegenstand des Konflikts sind die sogenannten Justizreformen. Daher zum Einstieg vielleicht die Frage an dich, worum geht es bei diesen umstrittenen Justizreformen eigentlich? Ist ein sehr breites Thema, um jetzt hier die einzelnen Punkte der sogenannten Reformen durchzuspielen. Da fehlt die Zeit ein bisschen. Fangen wir vielleicht mit der letzten Entscheidung an des sogenannten Verfassungsgerichtes. Ich sage sogenanntes deswegen, weil in dieses Gericht ist ja hoch politisiert, hoch instrumentalisiert. Die Richter, die dort Entscheidungen treffen, sind von der Regierung bestellte Richter, eingesetzte Richter, und die Regierung bestellt sich quasi auch dort die Urteile, und so müssen sie auch angesehen werden. Auch das letzte Urteil oder die letzte Entscheidung des Gerichtes über den Vorrang des polnischen Rechts über das europäische ist so eine Entscheidung, die einfach von der Regierung bestellt wurde, genauso wie bei den früheren Entscheidungen, sei es zum Beispiel das Thema Abtreibungsgesetz. Von daher, die polnische Regierung versucht oder die PiS-Partei und die Koalitionäre des rechtsnationalen Spektrums versuchen, seitdem sie an der Macht sind, das Justizsystem zu reformieren, unter Kontrolle zu bringen. Es werden Richter ausgetauscht, es wurde eine Disziplinarkammer eingerichtet, wenn Richter sich politisch äußern, wenn Richter zum Beispiel die europäischen Urteile versuchen umzusetzen, werden sie suspendiert, werden sie von ihren Aufgaben entbunden. Das bekannteste, das prominenteste Beispiel ist Igor Tuleya zum Beispiel, der seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr mindestens, wenn nicht länger, nicht arbeiten darf. Jetzt gestern gab es wieder einen Fall eines Richters, der eben von den Aufgaben entbunden worden ist. Es sind kleinere Gerichte, größere Gerichte. Es ist der Justizminister, der zugleich Generalstaatsanwalt ist, was einzigartig ist, ich glaube, in ganz Europa, weil das einfach nicht die Trennung nicht da ist, die sein sollte, um eine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das vielleicht sehr grob gesagt, es geht bei all diesen Maßnahmen, die getroffen werden, geht es darum, den Justizapparat unter Kontrolle zu bringen, politisiert zu machen. Und herbeizuführen, dass es keine Trennung zwischen der Legislative und Exekutive letztendlich gibt, was gefährlich ist für die Demokratie, weil das ist ja dann, wenn es hier keine Trennung zwischen Check und Balances ist, dann haben wir ein Demokratieproblem. Genau, du warst jetzt auch schon so ein bisschen auf das Verfassungsgericht eingegangen. Da vielleicht nochmal so die Nachfrage. Also, du hattest ja auch schon geschrieben, dass das ja politisiert ist. Also, wie agiert das eigentlich inzwischen, das polnische Verfassungsgericht? Das ist, wie ich kurz beschrieben habe, es fällt diese Urteile, die bestellt werden. Also es ist
Es ist nicht mehr unabhängig, es ist, wird instrumentalisiert von der Regierung und ist quasi eine Marionette der Regierung, so kann man das wirklich sagen. Das sagen auch viele polnische Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte, die es gibt eine wirklich große Bewegung von unabhängigen Richter, Richterinnen, die sich dagegen wehren. Es gibt zum Beispiel eine gute Initiative, die heißt Justitia, oder eine andere heißt Freie Gerichte, Free Courts, die versuchen auch aufzuklären, was passiert, weil das Problem ist ein bisschen, und das Problem gäbe es auch in anderen Ländern, dass für viele sogenannte normale Menschen die Themen rund um Justiz sehr abstrakt sind, sehr weit weg. Man hat normalerweise in einem Alltag wenig zu tun mit der Justiz, zum Glück muss man auch sagen. Aber es ist in diesem Fall, erscheint es sehr abstrakt, sehr weit weg. Und so kann die Regierung auch Reformen oder sogenannte Dereformen, wie die Richter und Richterinnen, die sich dagegen wären, sagen, so kann die Regierung diese Art von Veränderungen durchführen, subkutan, systematisch, leise, relativ leise. Und es wird das komplette Apparat verändert. Und das hat Auswirkungen bis ins kleinste Amtsgericht, weil einfach Menschen an entscheidenden Positionen ausgetauscht werden und andere, die dort noch arbeiten, haben Angst, weil sie wissen, dass ihnen Konsequenzen drohen, eben wie diese erwähnte Disziplinarkammer, die illegalerweise nach wie vor arbeitet. Der EuGH hat dazu gesagt, die polnische Regierung soll die Disziplinarkammer auflösen. Das ist nicht passiert bis jetzt und deswegen auch die hohe Strafe, eine der Strafen, die Polen aufgebrummt gekriegt hat von der EU. Genau, du hast es gerade schon gesagt, die Strafe ist sehr hart. Es werden ja auch noch weitere Maßnahmen sozusagen diskutiert. Wie war denn die Reaktion in Polen? Fangen wir vielleicht mal mit der polnischen Regierung an, auf dieses letzte Urteil. Die polnische Regierung, man hat ja vor Augen, wie das den Auftritt des Premierministers Morawiecki vor dem Europaparlament in Straßburg. Die Reaktion war, man würde Polen ungleich behandeln im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten, EU-Mitgliedstaaten. Man würde Polen nicht erlauben, das eigene Recht anzuwenden und souverän zu agieren. Das wäre ein Angriff auf die Souveränität des Landes, wenn das europäische Recht hier Vorrang haben sollte. Es sind aber alles vorgeschobene Argumente und dessen muss man sich auch bewusst werden, dass auch die Diskussion, die innerhalb der EU jetzt geführt wird, welches Recht wo was Vorrang hat und man mit Paragraphen um sich schmeißt, das ist auch gewollt von der polnischen Regierung. Ich nenne das immer hier, das Regieren ist so ein bisschen Regieren, Management by Chaos. Man will sehr viele Nebelkerzen zünden, sehr viel Chaos verursachen, dass keiner so richtig weiß, was passiert, warum das passiert und dass die Aufmerksamkeit weggelenkt wird von wichtigen Dingen. Wichtigen Dingen meine ich, wenn man sich im Europaparlament damit beschäftigt, welches Recht, welcher Paragraph, welcher Teil des Europäischen Vertrages jetzt in Frage gestellt wird, dann schaut man auch nicht darauf, was eigentlich in Polen passiert, wie eben diese Dereformen von sich gehen, welche Auswirkungen das auf die Unabhängigkeit der Gerichte hat. Polen will verhindern, dass man ihnen ein bisschen auf die Hände guckt, so würde ich das jetzt umgangssprachlich sagen, auf die Hände guckt im Sinne, dass da auch Unrecht passiert, innerhalb des Justizapparates, Unrecht, was Urteile angeht, Unrecht, was Disziplinierung der Richter angeht. Und um eben die Aufmerksamkeit wegzulenken, versucht man sich in juristischen Diskussionen, versucht man die anderen, auch die EU in den juristischen Diskussionen zu verfangen. Genau, weil Polen hat ja also hat nach dem Urteil ja trotzdem auch bekräftigt, Mitglied der EU bleiben zu wollen.
Das ist nach wie vor ein Thema, natürlich. Also Polen, die Polen sind bekennende Europäer, Europäerinnen und wollen nicht aus der EU austreten. Was aber passieren kann und was wahrscheinlich passieren wird, auch die polnische Regierung sagt, die regierende PiS-Partei hat sogar einen Beschluss gefasst, dass ein sogenannter Pol-Exit nie in Frage käme, dass ein Narrativ, das von der Opposition erzählt werden würde. Die Regierung selber und auch die Bevölkerung hat es nicht vor, aus der EU auszutreten. Was allerdings passieren kann und wird, wie ich schon gesagt habe, ist, dass Polen durch dieses Nicht-Akzeptieren der Urteile des EuGH sich nicht den Regeln konform zu verhalten, dass Polen als Land immer mehr marginalisiert wird, immer mehr an den Rand gedrängt wird und immer mehr nicht als Partner gesehen wird, Partner auf Augenhöhe und immer weniger dann bei entscheidenden Diskussionen beteiligt wird, bei Entscheidungen mit berücksichtigt wird. Also es ist quasi eine extreme Marginalisierung, was kein de facto Austritt aus der EU ist, aber ein gefühlter Austritt aus der EU ist. Und natürlich ist es auch von der polnischen Regierung, wenn es auch nicht gewollt ist, bedienen sie, wollen sie jede Diskussion, die in Polen, zwischen Polen und der EU geführt wird, nutzt die polnische Regierung für innenpolitische Zwecke. Sie möchte den rechten Rand ihrer Wählerschaft, den extrem rechten Rand ihrer Wählerschaft bedienen und dieser ist strikt antieuropäisch, strikt antiliberal, antieuropäisch, antiprogressiv. Und dadurch, dass die Koalition vor einigen Monaten die absolute Mehrheit im Sejm, im polnischen Parlament verloren hat, brauchen sie die Stimmen der anderen. Und um innenpolitisch zu gewinnen, riskieren sie auch wirklich diesen sehr krassen, sehr heftigen Streit mit der EU. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Punkt, weil ich hatte auch nochmal gelesen, laut Umfragen, glaube ich, unterstützen 80% der Polen die Mitgliedschaft in der EU. Und es gab ja nach dem Urteil auch durchaus proeuropäische Proteste. Also Zehntausende sind ja auch auf die Straße gegangen. Wie würdest du so die Reaktionen oder auch die Stimmung in der Zivilgesellschaft auch nach diesem Urteil oder nach den letzten Jahren auch so ein bisschen einschätzen? Also du hattest ja schon gesagt, es gibt Initiativen, die sich mit den Justizreformen beschäftigen, aber auch jetzt nochmal gezielt in Bezug auf die EU aktuell. Wie die Umfragen zeigen, der Großteil der polnischen Bevölkerung ist proeuropäisch. Nur ich glaube, was in Polen fehlt, tatsächlich, und was in Europa auch fehlt, ist eine Diskussion über was für eine EU ist damit gemeint. Die polnische Seite, ich meine jetzt vor allem die Regierungsseite und den konservativen Teil der Gesellschaft, sie sehen die EU als einen Wirtschaftsraum, als weniger als einen Raum mit gemeinsamen Werten, mit einem gemeinsamen Ziel. Das, was im Lissabonner Vertrag steht, Ever Closer Union, das ist mehr jetzt wirklich, von vielen wird das gesehen als eben ein Geschäftsmodell, ein Wirtschaftsraum, ohne dass man zum Beispiel sich immer mehr annähert, was zum Beispiel auch die Gerichtsbarkeit angeht oder die Rechte angeht. Es gibt ja aber sowas wie gemeinsame Regeln, auf die man sich geeinigt hat in Europa. Dazu gehört eben freie Justiz, dazu gehören Menschenrechte, Bewahrung der Menschenrechte, Stärkung der Demokratie oder demokratische Grundsätze grundsätzlich. Das ist nicht diskutierbar. Wäre auch in einer Wirtschaftsunion nicht diskutierbar, weil das ist einfach die Basis des Staatenbündnisses. In Polen deswegen sind viele Menschen auf die Straße gegangen, vor allem in Großstädten, weil viele Angst haben. Viele erinnern sich, die ältere Generation, daran, wie Polen in die EU gekommen ist, mit welchen Träumen, mit welchen Wünschen, mit welchen Plänen es verbunden ist und was es alles Polen ermöglicht hat. Manchen in der Bevölkerung fehlt ein bisschen der Blick. Polen wird oft als die Nutznießerin, als
das Nutznießerland dargestellt. Und es fehlt ein bisschen das Verständnis von den sogenannten alten EU-Mitgliedsländern, dass auch diese vom Eintritt Polens in die EU profitiert haben, wirtschaftlich und sonst auch. Das fehlt einigen und einige sehen das auch, dass das so ein One-Way ist, dass Europa sehr oft von Polen was fordert und wenig Verständnis hat für zum Beispiel gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche Veränderungen, wirtschaftliches Nachholen, das gesellschaftliche Veränderungen mit sich brachte und auch der Zivilgesellschaft sehr zugesetzt haben. Man hatte quasi nach 89, nach dem Ende des Kommunismus versucht, wirtschaftlich stark aufzuholen und hat manchmal die Menschen dabei vergessen. Und das sind ja auch die Vorgängerregierungen mit Schuld daran kann man sagen. Und das rächt sich, dass die polnische Zivilgesellschaft nicht besonders stark zu sein scheint. Trotzdem, wenn es darauf ankommt, gehen die Menschen auf die Straße und sind in ihrem Herzen proeuropäisch. Aber die wirtschaftliche Situation, deswegen vielleicht eiere ich so ein bisschen rum, was ich sagen wollte, dass die wirtschaftliche Situation vieler polnischen Familien, vor allem auf dem flachen Land, keine einfache ist nach wie vor. Und wenn Menschen 2, 3 Jobs haben, um zu überleben, die Inflationsrate im letzten Monat in Polen lag bei fast 6%, dann kann man sich dann schlecht mit den Justizreformen beschäftigen oder mit europäischen EU-Polen-Problemen, weil man einfach nicht die Kapazitäten dazu hat. Das ist mit einem Grund, warum vielleicht nicht dann Hunderttausende auf die Straße gehen. Und wie würdest du das einschätzen? Also dieser, auch du hattest es auch gesagt, der Stimmenfang sozusagen auf der Peace mit dieser Politik. Ist das aus deiner Sicht erfolgreich? Es ist erfolgreich an dem rechten Rand der Wählerschaft, dass diejenigen, die Peace erreichen möchten mit dieser sehr antieuropäischen, auch antideutschen Politik, das fällt auf den fruchtbaren Boden. Es wurde zum Beispiel jetzt letzte Woche am Donnerstag, 11. November, ist der Nationalfeiertag in Polen, Unabhängigkeitstag. Es wird gefeiert, dass Polen nach den Aufteilungen durch 3 Großmächte nach über 100 Jahren, 1918, wieder unabhängig wurde als Staat. Eigentlich ein schöner Feiertag, aber dieser Tag wird seit Jahren leider von Rechten und von Neonazis, polnischen Neonazis missbraucht, wobei auch ausländische Neonazis da waren zu diesem Aufmarsch. In diesem Jahr ist es ein bisschen ruhiger gewesen, aber im letzten Jahr brannte halb Warschau, kann man sagen. Und bei diesem Aufmarsch jetzt am vergangenen Donnerstag wurde die EU-Fahne verbrannt, wurde die deutsche Fahne verbrannt. Und das ist mit nichts entschuldbar. Und das ist das, was die Peace auch mit zu verantworten hat. Im polnischen Fernsehen, im staatlichen Fernsehen, in den Hauptnachrichten läuft eine wahre Anti-EU- und antideutsche Propaganda, wirklich eine sehr stumpfe, sehr billige, aber durchaus wirksame Propaganda. Und diese beeinflusst eben die Wählerschaft an dem rechten Rand oder die Abgeordneten, die dort am rechten Rand sind, weil diese Leute braucht die Peace, um weiter zu bestehen, um weiter zu regieren. Und das erreicht sie eben mit diesem Narrativ, ne? Verschreckt die anderen, die gemäßigten Wähler, die Wählerschaft. Und das ist ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass sie eben übers Ziel hinausschießt, sich irgendwann rauskatapultiert. Ja, du hattest jetzt auch schon die alten Mitgliedstaaten erwähnt. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen auch über die Reaktionen sprechen. Also Frankreich und die Niederlande haben ja auch sehr strikt reagiert auf dieses Urteil. Auf dem letzten EU-Gipfel konnten die Mitgliedstaaten sich jetzt nicht auf eine gemeinsame Linie gegenüber Polen einigen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zu den Reaktionen aus Brüssel was sagen und auch weil du jetzt auch schon das deutsch-polnische Verhältnis angesprochen hattest, so ein bisschen auch, wie diese aktuelle Situation das auch beeinflusst. Also wie ist da im Moment so die Kommunikation zwischen Berlin und Warschau?
Dann fange ich vielleicht von hinten an. Zwischen Berlin und Warschau ist wirklich eine Eiszeit angebrochen. Man hat sich wenig zu sagen, leider. Man hofft ein wenig auf die neue deutsche Regierung, dass da Gespräche durchaus wiederfinden könnten. Die Opposition in Polen, die Oppositionsparteien, auch Menschen, die nicht mit der Regierungslinie einverstanden sind, erhoffen sich, dass gerade die Themen Justiz, unabhängige Justiz und Menschenrechte von der neuen deutschen Regierung direkt angesprochen werden würden und auch bemängelt werden würden, ohne eine falsch verstandene Toleranz. Das hat man der Vorgängerregierung vorgeworfen, auch speziell der Kanzlerin Angela Merkel, dass sie zu sanft und zu tolerant gegenüber der PiS-Regierung aufgetreten sei. Wie gesagt, zurzeit ist da sehr, sehr wenig, passiert sehr wenig auf der Ebene des Staates. Was nach wie vor funktioniert, sind die zivilgesellschaftlichen Austauschformate, die grenzübergreifenden Kooperationen, auch Städtepartnerschaften. Und da wäre mein Appell auch wirklich, da dran zu bleiben und Polen nicht zu vergessen und wirklich diese Kontakte, die über Jahre entstanden sind, weiter zu pflegen. Weil da sieht man, dass menschliche Begegnungen zwischen Polen und Deutschen durchaus Früchte tragen und meistens positiv sind und meistens sehr stabil sind. Und die Reaktionen, die aus Brüssel kamen auf das Nicht-Akzeptieren Polens bestimmter Entscheidungen des EuGH, klingen nach Ungeduld, klingen mittlerweile nach starken Maßnahmen und viele befürworten diese. Es gibt einen Teil, der sagt, naja, wir müssen doch noch weiterhin Geduld mit Polen haben und uns nicht die Dialogbereitschaft, die noch vorhanden ist, teilweise nicht zu verbauen und nicht diese Brücken komplett abzureißen. Andererseits sagt man, die Sprache, die Polen, man muss ja immer zwischen Polen und der polnischen Regierung unterscheiden, die polnische Regierung versteht, sind harte Maßnahmen, wie zum Beispiel wirklich den Geldhahn abdrehen. Man sieht, dass es funktioniert, zum Beispiel bei den sogenannten LGBT-freien Zonen, als da die Gelder weggefallen sind, waren keine großen Summen, aber auch EU-Gelder, dann haben die Gemeinden und Städte, die diese Familiencharta unterschrieben sind zurückgerudert und haben gesagt, nein, nein, das haben wir gar nicht so gemeint und wir sind ja nicht so streng, weil man gespürt hat, es fehlt das Geld. Und die polnische Regierung behauptet zwar immer wieder, Jarosław Kaczyński, der Chef der PiS-Partei, dass Polen wirtschaftlich so gut dastünde, dass man auf das EU-Geld verzichten könnte. Aber das ist eher so eine provokative These, denn die Regierung hat vor mit dem Aufbauplan, der mit den EU-Geldern finanziert werden sollte, mit dem Aufbauplan ihre Position zu stärken. Das weiß man in Brüssel, und das ist die Gefahr, die besteht. Andererseits würde man Polen gern helfen, wie auch anderen EU-Ländern, nach der Pandemie, die Wirtschaft aufzubauen. Andererseits weiß man auch, dass es der PiS nützen würde. Es gab sogar einen Vorschlag von der grünen Politikerin Franziska Brandner, das direkt an die Städte und Gemeinden zu überweisen, die Gelder. Es müsste juristisch natürlich wasserfest gemacht werden und man müsste überprüfen, ob es überhaupt juristisch eine Möglichkeit gibt, so zu verfahren. Abschließend man muss sich in Polen immer wieder eine Sache bewusst werden, dass Polen eine Art dysfunktionale Demokratie ist. Es wird regiert im Prinzip von einem Mann an der Spitze, Jarosław Kaczyński, der zwar Vize-Premierminister ist, aber ansonsten kein Regierungsamt hat, dass er wie eine die anderen wie Marionetten benutzt und alle, es passiert nichts ohne sein Sagen und nichts ohne sein zu tun. Und deswegen ist immer diese Forderung nach Verständnis, nach Dialog, nach Geduld
zum Teil falsch verstandene Toleranz und zum Teil falsch verstandene Geduld, weil ich glaube auch, dass es das Einzige, was hier helfen würde, sind Geldstrafen, um eben teilweise aufzuhalten, einen Zug der nicht Richtung Demokratie, noch mehr Demokratie fährt, sondern Richtung Autokratie letztendlich. Und das passiert, und das passiert vor unserer Tür. Das ist ein großes EU-Mitgliedsland. Und deswegen sollte man da, ohne sich natürlich in die Innenpolitik des Landes einzumischen, klar, aber man sollte drauf schauen. Und Einmischung bedeutet ja, dass die EU-Werte gewährleistet werden und die Demokratiebasis bestehen bleibt. Und das ist nicht Einmischung in die Innenpolitik. Ja, das war jetzt eigentlich schon fast ein sehr schönes Schlusswort. Es ist ja jetzt so, dass nicht nur der Rechtsstreit aktuell die Beziehungen der EU und Polen bestimmt, sondern die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze hat sich ja auch dramatisch zugespitzt. Wir können das jetzt, glaube ich, gar nicht in Detail besprechen, aber es ist ja tatsächlich politisch und humanitär einfach sehr dramatisch. Da vielleicht noch die abschließende Frage, welche Rolle spielt das vielleicht auch aktuell in den EU-Polen-Beziehungen? Es handelt sich ja auch um eine Außengrenze. Ja. Ja, das ist ein dominierendes Thema. Es ist eine humanitäre Katastrophe, die vor unseren Augen passiert. Und das ist einfach tragisch, dass wir als Europäer das zulassen. Ich verstehe durchaus, und das verstehen sehr viele, dass man die Grenzen eines Landes verteidigen muss, dass man sich nicht erpressen lässt von einem Diktator Lukaschenko. Nichtsdestotrotz, die Menschen, die genutzt wurden, die instrumentalisiert wurden, die nach Belarus gebracht wurden, die Geflüchteten, Migranten, Menschen, die einfach ein besseres Leben haben wollen oder weil sie vor Krieg fliehen müssen, sie haben den Weg gewählt, weil sie falschen Versprechungen aufgelegt sind. Und sie sind jetzt in diesem Niemandsland zwischen zwei Staaten in der Grenzregion. Die Belarussen lassen sie nicht zurückkehren, lassen sie nicht zum Flughafen. Der polnische Grenzschutz, das Militär, die Soldaten lassen sie nicht nach Polen. Es werden Rechte gebrochen, es werden internationale Konventionen gebrochen. Menschen, die dort sind, haben laut europäischem Recht, laut Genfer Konvention auch, das Recht, Asylantrag zu stellen, Recht, dass man ihr Anliegen überprüft. Dann kann man sie natürlich zurückschicken oder aufnehmen, aber dieses Recht wird denen nicht gewährt. Es wird denen keine humanitäre Hilfe, es wird keine humanitäre Hilfe geleistet. Die Hilfsorganisationen werden in diese Sonderzone, es ist ein Ausnahmezustand doch ausgerufen worden, werden nicht vorgelassen. Wer da nur ist, sind die Einwohner der Dörfer an der Grenze, die versuchen zu helfen, wie sie können. Es gibt ja auch viele NGOs, die versuchen vorzudringen zu den Geflüchteten und ihnen Wasser, warme Kleidung und Essen und Medikamente zu bringen. Aber es ist eigentlich ein Unding, dass Polen da keine Hilfsorganisationen, auch keine internationalen Hilfsorganisationen zulässt. Da müsste dringend was passieren und beim allen auch Verständnis, dass wir uns nicht erpressen lassen sollten von einem Diktator. Trotzdem, es sind Menschen und die sind in diesem kalten, dunklen Wald und sind auch Familien mit Kindern und die brauchen dringend unsere Hilfe und Europa sollte da schnellstens reagieren. Und natürlich für Polen, für die polnische Regierung ist diese Situation, nutzt sie natürlich diese Situation innenpolitisch aus und spielt sich als der Verteidiger der europäischen Grenzen. Und die polnische Bevölkerung in großen Teilen ist aufgrund der jahrelangen anti-migrantischen, anti-Flüchtlingspropaganda der Regierung, findet diese Art zu agieren gut. Aber es gibt auch sehr viele, die helfen, die sich vor Ort engagieren, die einfach auch tun, was jeder Mensch tun würde, weil das macht uns als Menschen aus, dass wir einem
Menschen, der in Not ist, der Hilfe braucht, hilft. Das macht uns einfach als Menschen aus. Und das ist unsere Aufgabe, weil warum, wenn jemand vor der Notaufnahme liegt, frage ich denn nicht zunächst nach der Krankenversicherung, sondern ich helfe dem Menschen. Das sollte eigentlich der natürliche Reflex eines jeden von uns sein. Ja, und dann vielleicht als letzte Frage, auch so ein bisschen, also wie denkst du, wird das jetzt auch eben vor dem Hintergrund dieser vielen Krisen eigentlich vielleicht so einen Mini-Ausblick noch wagen, wie wird das vielleicht auch einfach die EU bestimmen jetzt? Es ist ein Wertetest für die EU. Alles, was in Polen passiert, die EU muss sich entscheiden. Die EU muss eine ehrliche Diskussion führen. Was ist die EU? Worauf basiert sie? Auf welchen Werten? Sind wir eine Werteunion? Sind wir ein Staatenbündnis, was auf bestimmten Werten basiert, und wollen wir diese Werte gemeinsam leben weiter, auch bei allen Unterschiedlichkeiten und bei Gewährung der Souveränität eines jeden Mitgliedstaates. Aber trotzdem, was wollen wir? Wollen wir eine Wirtschaftsunion sein? Wollen wir eine Union sein, Europäische Union, die vielleicht sich spaltet in eine Kernunion und eine Union, die mehr auf wirtschaftliche Interessen schaut. Was sind wir? Wer sind wir und wohin wollen wir? Das ist wirklich eine Frage, die die Europäische Union sich dringend stellen muss, um nicht und um Einigkeit zu haben in wirklich entscheidenden Fragen. Und eine der entscheidenden Fragen ist zum Beispiel die Migrations- und Flüchtlingsfrage. Die Union, die Europäische Union darf sich nicht spalten lassen, eben von solchen Diktatoren wie Lukaschenko oder von solchen Menschen wie Wladimir Putin, der durchaus Interesse daran hat, dass die EU geschwächt werden würde. Wenn die EU sich nicht einig ist in grundlegenden Sachen, wird sie schwach, wird sie von innen implodieren. Diese Gefahr besteht durchaus. Deswegen muss die EU sich einigen, sich auf grundlegende Sachen einigen. Diese Diskussion muss geführt werden. Auch die Diskussion über das europäische Recht, den Vorrang des einen Rechtes über das andere, das ist auch etwas, was passieren sollte. Es sind sehr viele Herausforderungen, die zurzeit anstehen, nicht nur in Polen, nicht nur in Ungarn, nicht nur in Slowenien oder der Slowakei, auch in Griechenland, auch in anderen Ländern, auch in Deutschland. Das ist auch in Frankreich. Frankreich hat nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen. Es tritt eine Rechtspopulistin tritt zur Wahl an. Es sind sehr viele Brennpunkte, und trotz dieser Brennpunkte sollte die EU sich einfach zusammensetzen, die EU, also die Mitgliedstaaten zusammensetzen und diese ehrliche Diskussion führen und zu Ergebnissen kommen, und zwar schnell. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick und diese sehr informative Mittagspause. Und ich hoffe, wir bleiben da im Gespräch. Gerne. Und ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch, David Senja, und bleiben Sie Polen gewogen, trotz allem.